Im Moment sieht das so aus, dass ich morgens um Viertel nach sieben wache ich von alleine auf. Also ich habe keinen Wecker, ich wache auf, stehe auf, dann frühstücke ich. Und dann liegen immer verschiedene Arbeiten an. Also ich habe keinen Rhythmus, der jeden Tag derselbe ist. Also ich mache die Buchführung, ich helfe auf Stuart auf dem Hof mit den Rindern, was da zu tun ist. Dann muss man mal einkaufen, dann hat man auch einen großen Garten, großes Haus, Hausarbeit, Gartenarbeit. Wir essen also morgens Frühstück, mittags gibt es dann meistens nur ein Sandwich und abends wird warm gegessen. Und meistens nimmt man morgens Fleisch raus und das, was dann rausgenommen wird, muss dann eben gegart werden. Wenn es ein Braten ist, der wird dann um vier angestellt, damit er dann um sieben fertig ist. Und wenn das ein Steak gibt, das wird dann um sieben aufs Barbecue geschmissen. Unsere Farm selbst ist ja auch schon zerrissen, dadurch, dass wir hier ein bisschen Land haben, die Schwiegereltern haben da hinten Land und das wird alles von uns bewirtschaftet. Jeden Tag fährt man hin und her, also es sind immer 22 Kilometer. Wir haben drei Hunde für die Farm. Da haben wir Tick, Tess und Scheiß. Die haben alle verschiedene Aufgaben. Also Tick ist jetzt schon älter, ist also ein Rind bei uns. Und die anderen beiden, einer ist ein Hund, der mit Augen arbeitet. Und der andere ist ein Hund, der mit also bellt und die Herde vorwärts treibt. Also einer geht rum und holt sie ran sozusagen und einer treibt sie nach vorne. Ja, dann haben wir noch einen Jagdhund. Unser Springer Spaniel, der ist für die Enten hier. Ich habe jetzt die Hunde eingesammelt. Der Chase und der Tess sind dabei. Wir haben gerade 130 neue Schafe bekommen, Mütterschafe. Und die wollen wir jetzt weghüten auf ihre Koppeln. Ja Mensch, das Leben ist aber schon ganz schön anders hier. Ja, das Farmleben für eine Frau in Neuseeland sieht ein bisschen anders aus. Selbst ist die Frau. Hier wird alles selbst gemacht. Also als Farmersfrau ist man zwar nicht mit so eingespannt wie in Deutschland, vielleicht ist man jetzt immer mit regelmäßig melken muss, aber eigentlich muss man schon sehr praktisch sein und sehr viel selber machen auch und selber können. Gefällt mir aber auch ganz gut so. Ja, man gewöhnt sich dran an das Fahren. Und darum, ich muss immer so lächeln, wenn ich nach Hause gehe. Und von Bad Bramstedt nach Mönklo sind 8 Kilometer. Und das ist unser Einkaufszentrum sozusagen. Und dann mein Vater dann so, ach, musst du schon wieder los in die Stadt? Ich meine, es ist kurz mal, da fährst du, das ist ja wirklich keine Entfernung. Also, das genieße ich dann auch, wenn ich nach Deutschland komme. Diese kurzen Entfernungen, schnell mal Brötchen holen, schnell mal in die Stadt. Ne? Weißt du, das ist hier natürlich. Das Einkaufen ist eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Da kannst du nicht mal kurz nur für ein Paket Butter mal in die Stadt. Nach meiner landwirtschaftlichen Ausbildung oder hauswirtschaftlichen Ausbildung im ländlichen Bereich habe ich mich 1985 entschieden, als Austauschpraktikantin für 8,5 Monate nach Neuseeland zu gehen. Warum Neuseeland? Also ich habe damals mal auf den Globus geguckt bei meinen Eltern zu Hause und ich wusste, Europa kann man ja leicht bereisen, wenn man da lebt. Habe mir dann also den Globus angeguckt und habe geguckt, ganz unten da ist ein kleines Land, das nennt sich Neuseeland. Also da hat man eigentlich 85 in Deutschland noch gar nicht unbedingt viel von gehört und habe mich dann beworben bei einer Organisation. Ich bin dann also damals mit anderen Austauschpraktikanten hierher gekommen. Und habe auf einer Milchfarm gearbeitet, habe aber ein Agri-Mix gemacht. Das heißt, ich habe am Tag im Haushalt gearbeitet und nur gemolken, morgens und abends. Erinnerst du dich noch an den Tag, als du hier angekommen bist in Neuseeland? Wie war das damals? Naja, aber der erste Eindruck, es war sehr kalt, es hat geregnet. Ich hatte absolut nicht genug Zeug mit, also drei Pullover an, eine Jacke über, es war kalt. August ist hier eigentlich noch so der späte Winter. Englisch konnte ich gar nicht, also ich hatte 5 in Englisch. Habe ich noch mit einer mündlichen Prüfung bestätigt, dass ich eine 5 war. Dann stand ich dann in Huntley, in der Hauptstraße, Main Street Huntley, mit meinem Rucksack, Backpack. Und ich wusste ja auch nicht so genau, wo jetzt hin. Und dann guckte ich mal, ach, da war so eine Frau mit ihrem kleinen Kind, die war gerade beim Einpacken von ihren Lebensmitteln. Das ist sie wohl. Bin ich dann hingegangen und dann, oh, are you Beverly? Ja, ja, ich sage, ja, ich bin Maren. Ja, gut. So haben wir uns dann kennengelernt und auf der Rückfahrt habe ich immer versucht, was zu erzählen. Und sie guckte nur an und weiß nicht, was du willst von mir, kann ich nicht verstehen. Immer das kleine gelbe Wörterbuch raus, Wörter nachgeguckt und ja, so hat man sie dann durchgewurschtelt. Und komm da an, ja, denke ich, Also ich wusste, die Familie haben schon 2 Kinder und die hatten auch noch einen weiteren holländischen Arbeiter. Ich habe dann nur so gedacht, okay, ja, und wo wohnt ihr? Ich habe gedacht, das Haus wäre für mich alleine, weil das war so klein. Ich konnte das nicht glauben, dass das jetzt für die ganze Familie das Haus sein sollte. Mein Zimmer war
2 mal 3 Meter groß, da passte gerade das Bett rein und eine kleine Kommode. Also das war der erste Eindruck, dass ich das dieses Haus ist, dass das kann ja gar nicht angehen, dass das jetzt das Haus sein soll. Ich bin rein mit meinem Rucksack, saß ich auf dem Bett und dann fängt das, auf einmal das ganze Gebäude an zu beben und zu schütteln. Ich denke, was ist denn jetzt hier los? Nein, kein Erdbeben, sondern ein Zug fuhr vorbei. 10 Meter vor unserem Haus fuhr die Hauptzuglinie auf der Nordsee an unserem Haus vorbei und dann daneben war dann auch noch die Hauptstraße. Ich war enttäuscht. Ich habe also auf dem Fenster geguckt und es war auch sehr flach da, wo ich war. In der Ferne sah ich dann so ein bisschen hügeliges Land und gesagt, also da wollte ich eigentlich lieber sein, anstatt jetzt hier. Ja, und ich habe dann aber im Laufe der ersten paar Monate bin ich zu den Landjugendvereinen gegangen, um auch ein bisschen junge Leute kennenzulernen und habe dann unter anderem halt auch neuseeländische Leute kennengelernt und habe dann Anschluss gefunden an eine Familie, die wohnte dann in diesem hügeligen, hübschen Land, wie ich mir das eben vorgestellt hatte. Und da ist der Sohn halt eben auch der Steward, der jetzt ja mein Mann auch geworden ist. Und mit dem habe ich dann jeden Abend, wir haben auch nur Fernsehen geguckt und Milo getrunken und Kekse gegessen. Aber es war halt nett. Und wir haben auch ein paar Sachen unternommen zusammen. 8 Monate Traum sind vorüber. Ich bin froh und traurig. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der letzte Besuch in Neuseeland war. Also das fand ich schon lustig, dass ich das damals, also 1986, geschrieben habe. Ich bin ja staatlich geprüfte Hausschutzleiterin und habe da ja auch gearbeitet in dem Beruf. Und dann kam Stuart mich ja besuchen und hat gesagt, Mensch, Maren, komm doch mal nach Neuseeland. Ich kann mir vorstellen, dass du da gut hinpasst. Ja, und das war vielleicht zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo man dann gedacht hat, Mensch, ja doch, könnte ich ja mal machen. Ja, und dann ging es hin und her und es war ja auch keine einfache Entscheidung. Das Leben passt hier eigentlich auch zu mir, das stimmt. Mhm. Das hat meine Mutter ja auch gleich gesagt, als sie mich besucht hat hier. Ja. Die wollte sie mal wieder nach Hause. Ja, die war eigentlich gekommen, das hat sie mir erst Jahre später erzählt, mit dem Auftrag, hol Maren wieder nach Hause. Aber hat dann auch gesagt, das passt. Das kann ich nicht sagen, komm wieder nach Hause, das passt. Hi, I'm just ringing to confirm the order for the fertilizer. Yeah, just making sure you've got the tonnage right. 215 for Meadowhurra North. Very good. Thanks. All right. Yep, you too. Have a good weekend. Yeah, it's going to be a long one. Yep. Thanks.